Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Ostersonntag. An diesem Wochenende steht der sogenannte ungläubige Thomas im Mittelpunkt. Das ist einer der Jünger, der sich wirklich was traut. Erst ist er bei der ersten Zusammenkunft der Apostel nicht dabei und bekommt gar nicht mit, wie Jesus in der Mitte ist, der Auferstandene bei ihnen ist. Und sie erzählen ihm, aber er glaubt ihnen nicht. Er sagt, ich will meine Finger in seine Wunde legen, erst dann glaube ich. Es passiert. Eine Woche später, Christus erscheint wieder, der Auferstandene in der Mitte seiner Jünger. Diesmal ist aber Thomas dabei. Er geht auf Thomas zu und sagt, hier sind meine Hände, meine Handmale, hier ist meine Seite. Das ist die Szene. Thomas antwortet darauf, mein Herr und mein Gott. Ein ganz kurzes, einfaches Glaubensbekenntnis. Caravaggio hat dieses Bild gemalt. Es hängt in Potsdam, im Schloss Sanssouci. Dieses Bild, es zeigt die Szene ein wenig anders. Es zeigt nämlich wirklich diesen Thomas, der sich da etwas traut. Er legt seinen Finger in die Wunde hinein, er bohrt sozusagen in die Wunde hinein und untersucht genau. Der traut sich was, der traut sich nachzufragen und nachzufassen, so möchte ich sagen. Wie schön wäre es, wir könnten nachfassen. Dann wären wir nicht auch die Zweifler, aber wer weiß es, vielleicht, wenn wir fassen könnten, wir würden es doch nicht begreifen, was es heißt. Caravaggio hat diese Szene sehr ausdrücklich, sehr intensiv gemalt und wenn Sie mal nach Potsdam kommen, sollten Sie sich dieses Bild anschauen. Es kann einem verdeutlichen, worum es geht, wenn wir darum sprechen oder darüber sprechen, dem Auferstandenen zu begegnen. Thomas, gläubig, ungläubig. Einer der 12 traut sich was. Er fragt nach. Da bleibt einem der Atem stehen. Glaubt er denn nicht? Aufgrund der Aussagen seines Freundes? Nein, er traut sich was. Vergewisserung, darum geht es. Ach, wenn es heute doch nur so einfach wäre. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Und wenn ich jetzt aus dem Bild gehe, dann sehen Sie noch einmal diese Szene. Ich habe sie etwas rauskopiert. Dann sehen Sie nochmal diese Szene, wie er seinen Finger hineinbohrt in die Seite.